Herzlich willkommen auf dem Kanal von Vision eDrive zum heutigen Video mit dem Tesla Model 3 Performance. Eine Verbrauchsfahrt bei knapp 30 Grad. Ihr seht es auch, es ist ziemlich warm. Wir testen das Fahrzeug heute auf unserer Strecke von hier bis nach Würen los und wieder zurück. Ich lasse auch während des ganzen Verbrauchstests die App laufen, wo wir nachtracken können, wie schnell sind wir gefahren, Höhenprofile etc. Übrigens, für die Leute, die immer fragen, wie denn die App heißt, ich sage es euch auch mal im Video, es ist die MyTrax App auf iOS, die kann man runterladen und dann kann man noch für 3 Franken noch die Premium-Funktionen freischalten, um eben das ganze Höhenprofil etc. dann tracken zu können. Das kommt in diesem Video, freut euch darauf, viel Spaß, los geht's nach dem Intro. Bei jeder Verbrauchsfahrt ist es natürlich ganz relevant, was wir für eine Bereifung haben. Wir haben heute oder wir haben jetzt drauf wieder die originalen Tesla Überturbinenfelgen, die 20 Zoll, und ich habe neue Sommerpneus drauf. Das sind die Continental Sport Contact 6 Reifen, auch 20 Zoll, 2,35er Dimension, also mit anderen Worten die originale Bereifung, wie man es bei Tesla kauft. Das Fahrwerk ist nicht optimiert, das heißt, es hat hier kein KW-Gewindefahrwerk drin. Es ist die ganz normale Fahrwerksabstufung, wie man es bei jedem Tesla Model 3 Performance eben bekommt. Das mal zu den äußeren Bedingungen im Innenraum. Schauen wir uns aber gleich drin an, wie wir es drin einstellen werden. So, wir kommen im Innenraum. Wir haben hier 18 Grad drin. Die Klimaanlage automatisch eingestellt. Die Trips hier, die habe hier die Testfahrt schon. Ich mache das kurz zurücksetzen. Zurücksetzen, zack. Und jetzt habe ich hier also alles genullt. Es wird ja oft immer erzählt, Verbrauch beim Auto sei nicht der Verbrauch, den es in der Realität hat. Wir schauen heute auf den Verbrauch, den wir hier auf dem Bordcomputer haben. Ich habe in einem anderen Video schon mal gesagt oder erklärt oder gezeigt, eben, wie eben der Verbrauch auch abweichen kann, auch beim Tesla. Das Video verlinke ich euch mal in den Infokarten oben. Das ist der Testfahrt bei Rutesheim gewesen. Heute schauen wir auf diesen Verbrauch da. Und wie gesagt, das Tracking-Profil wird also hier aufgezeichnet mit der App. Die lasse ich laufen. Wir werden es ab und an von der Strecke melden und am Schluss dann das Fazit ziehen, was wir verbraucht haben. Ich erwarte einen guten Wert. Ja, wir testen ja jeweils auf einer jeweils sehr typischen schweizerischen Teststrecke. Ja. Es ist heute Sonntag, knapp 4:45 jetzt. Und wir fahren bewusst diese Tests jeweils am Sonntag, weil wir dann keine LKWs haben oder halt nur die LKWs, die Essen transportieren. Die dürfen, oder die anderen dürfen am Sonntag in der Schweiz nicht fahren. 120 wäre hier, ihr seht selbst, wie schnell wir fahren aktuell. Es ist nicht so, dass es Stau hätte. Dieses orange kleine Strichlein da ist nur die, oder der Abschnitt, wo es von 120 auf 100 verlangsamt wird, zwecks Baustelle. Aber die Leute haben irgendwie heute, sind sie am Sonne genießen, anstatt am Auto fahren. Und ja, eben deswegen sage ich ja, es ist jeweils ein Test. Wie vergleichbar diese Tests sind zu anderen Fahrzeugen, ist natürlich immer sehr schwierig, denn man hat nie die gleichen Bedingungen. Einfach geht nicht. Außer man hat eine abgesperrte Strecke, die man nur selbst fahren darf, dann, ja, dann ist es vergleichbar. Aber hier sind wir halt dem öffentlichen Verkehr auf der Autobahn ausgesetzt, sozusagen. Ja? Gut, wir fahren jetzt ein bisschen was über 70. Es wird auch da unten, ist es am Mittracken da. Bin schon gespannt, wie es dann am Schluss rauskommt. Aber ihr wisst schon, was interessant ist, nämlich der Klick auf den Trip. Und wir sehen hier Testfahrt, wo ich vorher genullt habe. Wir haben jetzt zurzeit 4 Kilowattstunden an Energie verbraten, sind jetzt knapp 30 Kilometer gefahren. Temperatur, ihr seht es da oben, knapp 28 oder 28 Grad, eben wie gesagt knapp 30. Und Verbrauch von 16,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Bevor jetzt die Kommentare kommen, ich habe schon vorher gesagt, wir nehmen den Verbrauch, den hier auf dem Bordcomputer drin steht. Es ist mir aber bewusst, dass wir an der Ladesäule, wenn wir jetzt laden gehen würden, was wir nicht machen, würden wir mehr Energie in den Akku kriegen, als wir hier angezeigt haben. Das ist mir bewusst, habe ich auch schon getestet. Alles klar, aber wir schauen heute auf den Verbrauch hier auf dem Display. Hier ist übrigens jetzt 80, eben wie gesagt Baustelle. Da muss ich bremsen, weil da ist wieder einer am Langsamfahren. Ihr seht schon, Thema Autopilot auf dieser Strecke, das nützt alles überhaupt gar nichts. Ja. Bewusst fahren wir die Strecke, das geht dann Winterthur vorbei, an Zürich vorbei. Da wird oft 180 sein. Nicht um den Verbrauch schön dastehen zu lassen, denn der wird natürlich nicht so hoch sein, wie wenn wir permanent 130 fahren würden, zum Beispiel in Deutschland. Jetzt ist es natürlich so, jetzt haben wir draußen heiße Temperaturen, das heißt, der Akku muss von der Klimaanlage gekühlt werden.
Und somit, wenn wir so langsam Verkehr haben wie jetzt gerade, dann ist es eben so, dass der Akku sich nicht durch den Fahrtwind kühlen kann. Und deswegen braucht die Klimaanlage mehr Energie, um den Akku zu kühlen, damit er nicht zu heiß wird. So, mittlerweile haben wir den Stau durchfahren. Es war effektiv, auf der Autobahn hat man die Spuren von 3 auf 2, dann von 2 auf 1 verengt. Deswegen hat es gerade Verkehr gehabt. Es ist einfach so, ist extrem schwierig, da auf eine Spur zu gehen. Ich verstehe nicht warum, aber naja, ist halt so. Gut, jetzt sind wir auf der, ich würde mal sagen, jeder Schweizer ist ja schon mindestens einmal gefahren. Einfach sage ich, behaupte es einfach mal so. Die Nordumfahrung Zürich mit dem Gubrichstunnel, der dann weiter vorne kommt. Und hier sind wir jetzt unterwegs seit, ich muss kurz hier auf Trips gehen, seit 54 Kilometer und wir haben einen Verbrauch von genau 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Natürlich, ja, der Stau war da inklusive, es wären vielleicht 16 oder so, aber ihr seht schon, von was für einem Verbrauch wir überhaupt sprechen. Wir reden nicht von 20 oder 25, oder wir reden von 15 oder 16, 17. Mit diesen Temperaturen mit 20 Zoll, man rechnet, wenn man jetzt 18 Zoll Aero-Wheels hätte, oder eine Standard Range hätte mit nur einem Motor, noch weniger Verbrauch. Und ich will es nochmals klar betonen, ich habe es schon mal im Video gesagt, dass ich weiß, dass der Verbrauch an der Ladesäule höher ist. Er ist höher, das ist mir bewusst. Man muss mehr nachladen, also man muss mehr bezahlen für die Energie, Ladeverluste etc., Kühlung des Akkus und so weiter und so fort. Aber angezeigt hier auf dem Display haben wir eben diese Werte, mit denen wir auch arbeiten können. Und wir werden dann am Schluss auch schauen, wie es denn effektiv gewesen ist, auch mit der Reichweite, wenn man jetzt das hochrechnen würde. Ihr seht schon, wir sind jetzt schon bei knapp 60 Kilometer und das heißt natürlich auch, dass dann weiter vorne wieder Stau hat. Nein, das wollte ich nicht sagen, aber es hat effektiv Stau. Nee, was ich sagen wollte ist, dass wir dann auch sehen, wir fahren am Schluss weit über 100 Kilometer mit diesem Test. Und natürlich auch die Rückfahrt, und weshalb wir diesen Test eben hier auf der Strecke relativ gut finden, ist erstens, es ist realitätsnah, es hat auch wirklich viel Verkehr, dass man auch das mal sieht mit dieser Einberechnung, weil es bringt nichts, wenn man einen Reichweitentest macht auf einer unbefahrenen Straße, wo man dann irgendwie nur 250 Kilometer als Beispiel käme, in der Realität ist aber viel, viel mehr Verkehr hat und man deswegen viel weiterkommt, zwecks des niedrigen Tempos. Genau, deswegen fahren wir den Test hier, auch weil wir hier fast keine Höhenmeterdifferenz haben. Wir sind jetzt auf 460 Meter über Meer. Das ist 100 Meter tiefer als zu Hause, danach fahren wir zurück. Also wir haben die topografische Ausgleichung, haben wir definitiv hier auf der Strecke drauf. Dazu, für alle, die das zum ersten Mal ein Video von uns schauen, herzlich willkommen auf dem Kanal. Das will ich auch nochmals klar betonen, sind wieder ein paar neue Zuschauer dazugekommen. Und für alle, die es noch ein bisschen so nicht wissen, ja, Elektromobilität und Ladestationen und Autobahnen, wir sind jetzt auf der Strecke, die wir hier fahren, das sind jetzt 50, knapp 60 Kilometer, sind wir jetzt an drei Superchargern vorbeigefahren, beziehungsweise an einem fahren wir noch vorbei, drei Supercharger und mindestens zwei HPCs auf einer Strecke von, sagen wir, 70 Kilometern. Also Ladeprobleme in der Schweiz will ich nicht hören, gibt es nicht, ganz ehrlich. Die Funktionalität und die Zuverlässigkeit ist ein anderes Thema. Dazu haben wir auch schon unsere Doku gemacht, der Schweizer Reise. Die Playlist ist hier oben verlinkt. Da haben wir bewusst auch an verschiedenen Anbietern geladen. Das gerne nachschauen, wenn ihr wollt. Also das ist noch ausbaufähig, ja. Aber die Abdeckung an sich ist doch schon sehr gut. Vor allem auch jetzt wird immer mehr. Und wird auch mehr Autos geben. Das heißt, es muss ja beides wachsen. Die Autos und die Stationen, damit es auch für Spitzenauslastungen eben gemacht ist, ja. Gut, wir fahren weiter, wir melden uns dann wieder, wenn wir circa die Halbzeit erreicht haben. Das ist bei der Raststätte Würenlos los, beim GoFast Ladepark. Da müssen wir noch eine Szene drehen für ein anderes Video. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, vielleicht noch nicht, je nachdem wie wir es dann veröffentlichen werden. Es ging da ums Coldgate beim IONIQ 5. Das drehen wir heute also nach, die Szene, die mir noch fehlt. Eine fehlt nämlich noch. So, wir haben Halbzeit in unserer Testfahrt. Gefahren sind wir gemäß diesem App hier. 76,3 Kilometer, mal schauen, was der hier sagt. Ja, 76 Kilometer, perfekt, also schauen wir hier, 14,8, das ist schon krass. Aber eben, es ist, habe ich vorhin schon gesagt, Thema Stau und so. Jedoch, es ist realitätsnah. Es ist eben wirklich so, in der Realität, es hat hier fast immer Stau. Von daher, auf dieser Strecke ist es definitiv ein guter Wert. Wir fahren jetzt noch zurück. Ich habe das mal hier die Aufzeichnung kurz gestoppt, währenddessen wir hier noch, wie gesagt, kurz die andere Szene aufnehmen.
und danach lasse ich es wieder weiterlaufen. Danach schauen wir dann am Schluss an, was es denn daraus geworden ist. Bin selbst sehr gespannt, ehrlich gesagt. Ich bin schon erstaunt, dass es so wenig ist. Also, das ist schon krass. Also schon ein effizientes Auto. Kann ich jetzt schon sagen, bevor wir die Testfahrt beendet haben, selbst wenn es auch auf 17 hochgehen würde, top wird. Aber dazu gleich später. Nach gefüllten 3 Stunden, ja, wir hatten auch wieder Stau auf dem Rückweg, aber das ist wie gesagt realitätsnah und leider die Wahrheit. Wir sind jetzt wieder am Fahren in Richtung zu Hause. Es ist auch da unten beim Handy-Tracker, der fährt die gelbe Linie wieder zurück. Das heißt, wir sind bald wieder da, wo wir gestartet sind. So, wie sieht es aktuell aus? Immer sehr spannend natürlich der Moment, wenn wir da draufklicken. Wir sehen jetzt, wir sind jetzt bei 122 Kilometer mit Gesamtenergiemenge 19 Kilowattstunden an verbrauchter Energie und das Ganze bei einem Verbrauch von knapp 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Jetzt kann man wieder durchfahren. Das heißt, jetzt kann man wieder entsprechend, sollten wir das Autobahntempo wieder fahren können bis zum Schluss. Es geht jetzt auch ein bisschen hoch, das heißt, der Verbrauch wird sicherlich noch ein bisschen hochgehen. Bin gespannt auf wie viel er hochgeht. Wir melden uns, wenn wir zu Hause sind, und danach machen wir die Auswertung der Strecke, Höhenprofil, Tempo etc., all das, Reichweite und noch ein bisschen mehr. Dranbleiben. So, wir sind zurück hier wieder an unserem Ausgangspunkt und jetzt geht es also darum, die ganzen Daten zu verarbeiten. Was haben wir jetzt alles für Informationen gesammelt auf der Strecke? Hier kurz die Übersicht, wie wir jetzt gefahren sind in den letzten 50 Kilometer Durchschnitt. Wir haben jetzt hier 17,8. Wir schauen darauf den ganzen Trip. Er berechnet übrigens hier, dass ihr wisst, wenn ihr Tesla fahrt oder fährt, dann kennt ihr das vielleicht schon, die neuen Zuschauer kennen das noch nicht. Wenn man einen Trip drin hat, dann wird hier entsprechend navigiert nach dem Höhenprofil etc. Also dann sieht man genau, mit wie viel Prozent kommt man entsprechend an. Und hier sieht man eben auf den letzten 50 Kilometer, wie ist mein Durchschnittsverbrauch gewesen oder wie ist mein aktueller Verbrauch. Und man sieht hier die Reichweite, die jeweils berechnet wird, mit wie weit man denn noch käme. Also man sieht jetzt hier, jetzt steht es auf 97, aber wenn ich mit dem aktuellen Verbrauch von den letzten 50 Kilometern weiterfahren würde, dann käme ich eben noch so weit, was hier rechts neben steht. Man kann hier übrigens auch noch 10 Kilometer oder so. Und jetzt seht ihr auch hier, habe ich viel rekuperiert, das war nämlich von der Autobahn abgefahren, habe ich gebremst, deswegen hat es hier in den grünen Bereich rekuperiert und danach, hier war der Anstieg noch zu unserem Dorf hoch. Das ist einfach, dass ihr mal wisst, wie man das so anschauen könnte. Und jetzt bei Trips sehen wir hier jetzt den Verbrauch auf der ganzen Testfahrt. 147 Kilometer sind wir gefahren, also knapp 150 Kilometer. 24 Kilowattstunden Energie haben wir verbraucht und das mit einem Verbrauch von 16,6. Wie gesagt, das sind 20 Zoll Felgen drauf mit Sommerpneus. Aber ihr seht ja selbst, es ist hier draußen 26 Grad. Mit anderen Worten natürlich schon sehr angenehme Temperaturen auch für den Akku. So. Wir haben ja die gesamte Fahrt hier auf dem App aufgezeichnet. Nochmals kurz, es ist die MyTracks App. Ich habe sie auch unten euch verlinkt, es ist keine Werbung. Aber viele fragen jeweils in den Kommentaren, wie heißt denn die App? Es ist die MyTracks App. Ob es die für Android gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe es nur für iOS mal geschaut. Ja, könnt euch das einfach mal anschauen. So, ich habe jetzt hier meine Spur also gelegt. Das heißt, mit so Spuren legen, ja. Das war heute so, ich öffne die mal kurz eben. Der sagt mir jetzt 147 Kilometer, das heißt also genau das gleiche, was auch das Auto sagt. 1:1 also. Hier, wenn ich jetzt da näher ranzoome, sehe ich auch, dass ich natürlich auf zwei verschiedenen Autobahnspuren gefahren bin. Ja, seht ihr auch schon, es sind zwei Linien gelegt worden, weil wir natürlich da unten in Würenlos eben gedreht haben. So, Internet ist hier zwar gut, aber könnte besser sein. So, da haben wir nämlich gedreht, da oben müssen wir jeweils rausfahren, dann hier drehen
und danach ist hier die Raststätte Würen los. Da habe ich jeweils dann, haben wir da aufgenommen, hat ja da gesehen, ja, die Ladeplätze. Hier habe ich kurz unterbrochen, wo ich das App gestoppt habe. Also, wir klicken hier aufs Höhenprofil. Ihr seht hier, der tiefste Punkt ist es hier unten ein bisschen unter 400 Meter und der höchste ein bisschen was über 550 Meter, also nicht ein Riesenunterschied. Das sieht natürlich hier in der Grafik entsprechend viel aus, aber es ist in der Realität natürlich viel weniger. Das sind ja 150 Meter Differenz. Jetzt also zurück, dann gehe ich mal hier aufs Tempo. Da seht ihr auch das Ganze, die Tempoübersicht, wo wir gefahren sind. Ihr seht schon, die ganzen Stauwand ist hier entsprechend eingeblendet. Da sieht man auch da unten relativ gut die Ausschläge nach unten. Es war relativ viel Stau auf dem Hinweg. Auch kurzzeitig mal Überholmanöver, die ein bisschen über der, ja, Limite waren. Aber ja, ist halt ein realitätsnahes Video. Mit den Daten, die wir vorhin gehört haben, geht es jetzt also um die Reichweite, die wir heute gemessen haben. Nochmals klar betont, es geht um die heutige Messung, warme Temperaturen. Viel Stau heißt auch langsamere Geschwindigkeiten auf der Autobahn logischerweise, aber mit dem Verbrauch käme man gemäß Akkuinhalt und Verbrauch 490 Kilometer weit. Und das Ganze ist noch ein bisschen realistischer dargestellt, denn man lädt ja nicht immer von 100% bis 0, logischerweise, wären das doch 450 Kilometer. Und 450 Kilometer mit diesem Kollegen da, ist schon eine Hausnummer. Ja? Also man sieht schon, Effizienz und auch die Reichweite, wie sie im Sommer massiv höher wird wieder, ist schon matchentscheidend, weil auch die Batterie eben warm ist und sie nicht gewärmt werden muss. Und deswegen kommt man im Sommer automatisch weiter und natürlich auch wegen dem Profil. Es ist ein Längsprofil, das heißt, es ist in der Fahrrille quasi drin. Und wenn man das Querprofil hat vom Winterreifen, ist natürlich der Verbrauch deutlich höher. Deswegen, ich bin sehr zufrieden nach wie vor mit dem Fahrzeug. Es sind jetzt mittlerweile über 30.000 Kilometer auf dem Fahrzeug drauf. Dazu kommt noch ein Video. Aber ist schon krass, wenn man bedenkt, 450 Kilometer mit so einem Fahrzeug, nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Gut, in diesem Sinne, schreibt doch mal eure Erfahrungen in die Kommentare, was ihr erreichen werdet. Vor allem auch, wenn ich jetzt bedenke, 18 Zoll Felgen vom Long Range oder sogar, ja, das ist schon krass. Also da käme man nochmals weiter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Tesla macht ja ganz, ganz gut. Effizienz extrem krass, Aerodynamik sehr gut. Und all das gibt eben halt die hohe Reichweite, was es eben extrem langstreckentauglich macht. Deswegen habe ich es mir auch geholt ursprünglich. Aber anderes Thema. Gut, in diesem Sinne, wie gesagt, Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Nicht vergessen, den Kanal ein Abo dazulassen. Ist kostenlos, aber nicht umsonst. Den Daumen hoch dazulassen für die Bewertung des Videos, wenn ihr zufrieden wart mit uns. Und dann freue ich mich aufs nächste Video. Bis dahin, macht's gut. Versucht miteinander, genießt die warmen Temperaturen. Ciao miteinander und tschüss.